Heute am 4. Juni 2024 fahre ich nach Leipzig. Um 4.12 Uhr fährt die S-Bahn ab Troisdorf. Ich bin noch ein bisschen früh dran. Ja, der ist ja pünktlich angezeigt. Ach, da ist sie ja schon. Die fährt auch nachts durch, die muss ja zum Flughafen. 5:10 Uhr soll der Zug kommen. Ja, der ist ja noch pünktlich. Ich sage noch, das wird sich später ändern. Die Fahrzeit ist weit über 6 Stunden. 11:17 Uhr müsste der in Leipzig sein. Der ursprüngliche Zug für mich ist schon abgesagt worden. Und dafür ist die Zugbindung aufgehoben worden. Da kam mir der hier zu Pass. Der fährt nämlich durch nach Leipzig. Andere hätte ich in Nürnberg umsteigen müssen. 10 Minuten zum Umsteigen. Das hätte die Bahn nie geschafft. Ist noch schön leer. Da kriege ich einen schönen Platz hier oben. Die Strecke geht jetzt über Leverkusen. Der nächste Halt ist es in Wuppertal. Der Wuppertal hat ja in der Wupper eine Länge allein von 34 Kilometern. Eine richtige Großstadt mit 360.000 Einwohnern. Mit der Schwebebahn zu fahren finde ich immer wieder toll. Der nächste Halt ist es in Hagen. Aber da war erstmal Schluss, die Lok war defekt. Mit unserem Zug und der Strecke. Der Lokführer hat mir gerade berichtet, dass er einmal zurücklaufen muss und dann an die Lok, um da diesen Fehler zu beheben. Und dann auch wieder diesen Weg zurückgehen muss. Dementsprechend wird das Ganze ein, etwas dauern. Circa werden wir noch 20 bis 25 Minuten zusätzlich an Verspätung aufbauen. Wenn ich aber genaueres weiß, werde ich es Ihnen dann aber sofort mitteilen. Vielen Dank für Ihre Jetzt sagte der Fahrdienstleiter Bescheid, dass wir wieder startklar sind und kein liegen gebliebener Zug. Heißt also, wir würden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Aber mal kurz hier schmunzelt. Auf jeder Fahrt war immer irgendwas. Also, dass der Lokführer die Lok repariert, ist schon selten. An Dortmund vorbei. Hier habe ich schon einige Radrennen gefahren in Dortmund. Hier sind wir schon in Porta Westfalica. Da kommt gleich Minden. Da habe ich auch ein Video von dem Netz, eine tolle Stadt. An den Bahnhöfen sieht man das gar nicht, wie schön die Städte sind. An Hannover und Braunschweig vorbei. Und dann wurde der Zug ganz schnell langsamer. Da gab es das nächste Problem. Willkommen. Der Grund dafür ist, wir haben eine technische Störung hier am Zug.
Nähere Informationen kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht darüber geben. Die Lok ist kaputt. Der Lokführer geht jetzt nach hinten und probiert, dieses Problem zu beheben. Sobald ich wieder was Neues weiß, gebe ich es Ihnen dann wieder bekannt. Der Lokführer ist jetzt mittlerweile wieder vor am Steuerwagen und wir sind dran, alles zu beheben, sobald wir eben, wie gesagt, mehr Informationen haben, gebe ich sie dann bekannt. Es kommt ein Zug von Magdeburg bis hierher und da müssen wir jetzt leider evakuieren von einem Zug zum anderen. Das bedeutet, der Zug von Magdeburg hält dann hier auf beiden Seiten gleichzeitig. Dann werden zwei Türen geöffnet im Wagen 1 am Steuerwagen. Dort müssen Sie bitte alle nach vorne kommen. Und dort gehen wir alle, Sie werden alle rübergebracht in den anderen Zug. Und von dort aus, von hier aus geht es dann zurück weiter nach Magdeburg. Kann dann der andere Zug wieder weiterfahren Richtung Magdeburg. Ich wiederhole noch einmal, es kommt dann der Eva-Zug hierher. Er ist bereits ab Magdeburg abgefahren. Dann werden die ersten zwei Türen geöffnet im Wagen 1 Richtung Fahrtrichtung. Gerade vorne Lok, wie viele Fahrer das hier gibt. Sobald dann alle Reisenden mit ihrem Gepäck, die Fahrräder, die Kinderwagen drüben sind in dem anderen Zug, können wir dann in dem anderen Zug die Fahrt fortsetzen Richtung Magdeburg. Eine Zeit, wie lange das dauert, kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Jetzt bin ich ja ganz mit der Nase dabei. Das müsste alles durch eine Türe. Da kommt der Evakuierungszug ja schon. Muss ich sagen, die Mannschaft war ja schon professionell. Werden dann die Türen geöffnet. Wir fahren jetzt aus eigener Kraft bis Magdeburg. Das Problem konnte der Lokführer und der Notfallmanager beheben. Das heißt, dass wir zum Glück nicht evakuieren müssen. Sie können sich jetzt wieder an Ihren Platz setzen, wie die Weiterfahrt dann in Magdeburg wird. Die Verkehrsleitung sagte, dass vielleicht ein Ersatzzug bereitgestellt wird, ist aber noch nicht sicher. Die Umstände möchten wir uns dann. Türe zu geht weiter. Die Verspätung ist jetzt schon 2,5 Stunden. Jetzt überlege ich gerade, ob ich in Magdeburg aussteigen soll. Ich will ein Städtchen anschauen, dann beim nächsten wieder zurück. In Magdeburg ist ja die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. 240.000 Einwohner. In der Stadt war ich noch nie. An der Elbe gelegen soll eine schöne Stadt sein. Ich glaube, ich fahre doch weiter bis Leipzig. Die ganzen Züge, die hinter uns sind, wieder planmäßig sind, das dauert was. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt endlich in Magdeburg. Ich habe leider noch keine Information, wie es weitergeht. Bitte bleiben Sie, weiterfahren wollen Richtung Leipzig und Dresden. Verbleiben bitte erstmal hier im Zug. Der Ausstieg dann hier in Magdeburg ist dann in Fahrtrichtung rechts, bitte.
Zug fährt jetzt nicht mehr weiter bis Dresden, der endet dann in Leipzig. Größere Stadt ist Halle an der Saale. Leipzig dürfte jetzt einfach noch 30 Minuten sein. Hier gibt es ja riesig große Felder. Nein, jetzt schon wieder der Lok kaputt. Anschluss mit der Regionalbahn nach Dessau um 13.37 Uhr von Gleis 3. Der nächste Halt ist in Köthen, das kennst du irgendwoher. RTL Deutschland sucht den Superstar, der hat irgendeine gewonnen aus Köthen. Ausstieg dann in Fahrtrichtung rechts. Kann man noch viel sanieren. Im Flughafen Halle Leipzig ist der nächste Stopp. Angekommen in Leipzig bin ich dann 14 Uhr ohne paar Gequetschte. 16.38 Uhr geht dann mein Zug wieder zurück. 3 Stunden Verspätung. Jetzt ziehe ich mal meine 7-Meilen-Stiefel an und dann nix wie durch Leipzig. Das Video ist in Bearbeitung. Dann macht es gut, jetzt schaue ich mir mal die Stadt an.